erzählen Sie jetzt. Wenn es auch meine Tochter sein sollte. Ich habe immer gesagt, es ist deine Tochter. Immer. Du musst auch Unterhalt für sie zahlen und alles. Selbst wenn sie nicht von dir gezeugt worden wäre. Und sie ist ja auch ein Teil von mir. Also musst du ja auch irgendwie was für mich empfinden. Dann Telefonterror, dann übers Internet Drohungen gemacht. Katrin hat ein Kind von einem ehemaligen Freier. Heute will sie ihm die Liebe gestehen. Er kann ja Vater für sein Kind sein, aber soll halt auch Mann für mich sein. Das heißt, du bist noch verliebt in ihn, ne? Ja, natürlich, ja. Stefan ziert sich, was seine Gefühle angeht. Liegt es an ihrer Vergangenheit? Empfinden tue ich schon, auch durch das Kind. Aber eben, wie wir uns kennengelernt haben, das bleibt eben in meinem Kopf. Ja, sonst hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Kann ja auch ein Wink des Schicksals gewesen sein. Susanne ist froh, dass sie Dennis endlich los ist. Sie lässt kein gutes Haar an ihm. Er hat Alkohol getrunken, er hat auch zugehauen. Alles alte Vergangenheit, ja, das war klar, ja, dass diese Sache. War das auch der Trip. Im Krankenhaus bist du mit der Alkoholfahne angekommen und ich sehe, dass du schon wieder Alkohol getrunken hast. Das war, habe ich nämlich gar nicht, bevor du schwanger wurdest, ja. Da hast du schön Bacardi Cola noch schön getrunken. Was habe ich? Und so, es gibt doch noch andere. Vor der Schwangerschaft. Und Dennis, du liest ist was anderes so. Wie in der Schwangerschaft. Susanne will nicht, dass Dennis Kontakt zu seinem Kind hat, denn er hat ganz spezielle Vorlieben. Hier, viel Spaß damit. Was ist, Moment, was ist da drauf? Ich hab's drauf zu sehen. Er in Strapsen. Ja. Schiebt sich ein Pfannenwender hinter. Komm, was ist aber das mit dem Pfannenwender? Ich hab das nicht verstanden. Pfannenwender in den Hintern geschoben. Was? Andreas muss heute sehr stark sein. Ist die kleine Lea wirklich seine Tochter? Rausgekommen ist es bei einer Geburtstagsfete. Ein Kumpel von mir hat ja schon so eine Ahnung gehabt. Ja, und das sind halt die Fetzen geflogen, nicht? Das kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Mein erster Gast ist die Katrin. Und Katrin, erstmal schön, dass du da bist. Du bist heute hier, weil du ein Anliegen hast. Ja, richtig. Worum geht es bei dir? Es geht bei mir um den Kindsvater, also wir haben eine gemeinsame Tochter. Mhm. Seit wann ist ganz jung noch die Kleine, ne? Ja, 4 Monate ist sie. Mhm. Marika. Ja. Richtig, Marika. Und ja, wir haben gemeinsames Kind, aber wir haben keine Beziehung. Okay, vielleicht magst du mir mal, Katrin, erzählen, wie das damals abgelaufen ist. Denn, ich sag mal, die Beziehung, in Anführungsstrichen, die du zu Stefan, dem Kindsvater, hattest, war ja doch eher kurz, ne? Ja, also es war halt keine richtige Beziehung. Magst du erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, das war halt ein bisschen schwierig, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Was soll ich denn da sagen? Es war eben mein Gast damals. Mhm. Gut, das heißt, er war bei dir, hat dir Geld geboten für käufliche Liebe oder? Ja, nein, erstmal für das Ganze drumherum, also weniger für das an sich. Eine Art Hostessenservice, wollen wir es mal so nennen? Ja. Ja. So. Okay, hast du denn damals öfter in diesem Bereich was gemacht oder war das eine Ausnahme oder? Es war erstmal dafür da, um irgendwie über die Runden zu kommen. Okay, also ich sag mal, aus der Not eine Tugend gemacht in dem Fall dann, ja? Ja. Mhm. Du bist aber dann mit Stefan schon intim geworden. Es hat Sex gegeben zwischen euch beiden. Das erste Mal wurde da verhütet? Ja. Beim ersten Mal schon? Ja, beim ersten Mal schon. Ja, zumal ihr euch ja echt fremd wart. Also da war auch klar, man schützt sich, man passt auch ein bisschen auf sich auf. Irgendwie war es bei ihm nicht so, als ob wir uns fremd sind, sondern es war... Ja, es war, hat einfach Boom gemacht. So, und das ist natürlich wirklich der ganz besondere Fall. Also da hört man, jemand hat sich einen etwas schwierigen Beruf ausgesucht, zumindest eine Sache, wo nicht jede Frau vielleicht unbedingt hintersteht. Mhm. Ja, so kann man es vielleicht sagen, aber du hast dich entschieden, okay, ich bin bereit, ich biete Teile von mir eben an, die man eben kaufen kann, ne? Mhm. Aber eben auch nur für eine ganz kurze Zeit im Leben. So. Und auf einmal, und da würde man ja unterstellen, eine Frau, die sich eben für käufliche Liebe hergibt, ist eigentlich sehr distanziert und hat nie sowas wie ein Gefühl bei der Sache. Und nun kommst du und sagst, es hat Boom gemacht. Also du hast dich einfach richtig in ihn verliebt in dem Moment, ja? Ja. Ja, so war das. Mhm. Mhm. Genau. War das schon gleich beim ersten Mal klar für dich? Beim ersten Mal, da denkt man irgendwie, ach ja, ein Spinner. Ja, wie man denkt immer eigentlich ein Spinner. Und
da ging es einfach nicht mehr, dass ich mir das eingeredet habe. Mhm. Also, dass ich das einfach so von mir weggenommen habe. Wie war er denn beim ersten Mal? Also, ich meine, wenn man das jetzt mal ganz hart formuliert, kann man ja schon sagen, er ist als klassischer Freier da angekommen. Ja, das bringt ihn ja auch gleich auf so eine bestimmte Ebene, würde ich denken. Aber, und normal, ich habe da keine Erfahrungswerte, aber ich stelle mir vor, da werden bestimmte Dinge abgesteckt, es sind gewisse Regeln dabei. Aber wie war das denn? Du warst auf einmal so pling, hattest Herzen in den Augen und er? Er war eben nicht so typisch. Er saß da und der hatte seinen Kumpel damit und das war ganz schön. Also das ging nicht um irgendwie Sex oder so, da ging es nicht darum. Es ging einfach nur darum, Spaß zu haben, da zu sitzen, zu erzählen und ja, und dann ist mir das mal wieder eingefallen, was da meine Tätigkeit eigentlich ist. Okay. Ja. Es gab ein weiteres Treffen, ne? Ja. Wie war das? Ja, wie war das? Es war komisch für mich, weil eigentlich macht man sowas nicht und kann da auch richtig Ärger kriegen, wenn man dann, wenn man sich dann halt so verabredet privat. Ehrlich, ja? Das heißt, hast du in einem Club gearbeitet, oder? Okay. Du hast also gemerkt, okay, ich möchte mit diesem Mann ein Treffen haben auf privater Ebene. Ja. Ärger gibt es ja wahrscheinlich mit dem Club, wo du Teile abtrittst von deinem Geld, was du verdienst, nehme ich an. Aber das ist jetzt nicht der wesentliche Punkt. Nur ich frage mich, hast du denn dem Stefan Geld abgenommen beim zweiten Mal? Das interessiert mich deshalb, weil ich wissen möchte, wenn man auf einmal merkt, man ist verliebt in den Kunden und auf einmal schläft man nochmal mit dem. Wie schläft man dann mit dem? Auf einmal als persönliche, private Frau oder immer noch als... Nein, als man hat schon noch ein bisschen Spiel, ja. Also eine Frau spielt eigentlich immer manchmal ein bisschen viel. Okay. Spielt schon öfters mal. Und das hat sich alles so vermischt, ja. Und ich habe dann auch einfach nur gesagt, ja, ein bisschen Sprit brauche ich noch. Ja, so war das dann. So also das heißt, er hat dir einfach noch ein bisschen Geld mit für den Weg gegeben, ja, aber du hast ihm jetzt nicht, wie du es bei einem klassischen Freier machen würdest, bumm, eine Rechnung hingelegt, mal platt formuliert, sondern das war dann eher so ein, es hätte auch unter Freunden so sein können oder unter Partnern in dem Moment, ja? Ja. Das ist ja eine normale Geschichte, sag mal, kannst du mir mal ein bisschen Spritgeld mitgeben, ich habe nichts mehr, so. Und dann habt ihr euch nochmal getroffen. Genau, und dann wurde das halt immer persönlicher und es wurde viel mehr Persönliches auch erzählt und es... Und auch wieder zu Hause bei einem von euch, oder? Oh, das dritte Mal. Ja, ich glaube, das war auch zu Hause. Also schon lange nicht mehr da, so ganz in diesem Club, wo es nur aber um diese... Aber nie bei mir, also immer nur dann bei ihm. Also ich war da halt dann involviert da drin. Okay. Sag mal, das erste Mal mit Kondom hast du gesagt, ne? Das zweite und dritte Mal, wie war das? Ohne. Das war echt, dann, ja? Hast du, also ihr beiden, habt ihr denn da nicht Angst vor Infektionen und so weiter gehabt? Ja, es war schon... Ich weiß auch nicht, wir sind es einfach übergangen. Also ich habe ihm vertraut und er mir, was für mich ja noch fraglicher war, warum er dann mir seine Gesundheit so anvertraut. Ja, und dann ich war ja in dem Moment, ich steckte in einem Klischee drin und bin dann nicht rausgekommen. Ja. Egal, wie viel Liebe oder wie viel Zuwendung ich ihm gezeigt habe. Okay, also es ist eigentlich so eine spannende Geschichte, finde ich, die du erzählst, weil man das so selten in der Weise so hört und auch, dass jemand das so erzählen mag, das finde ich schon toll. Vor allen Dingen, wenn man sich dann jetzt so überlegt, was passiert ist. Du hast ihm ja, hast du ihm gesagt, dass du keine kein Kondom wusste er ja, aber ja, ist er davon ausgegangen, dass du die Pille nimmst? Bestimmt ist er davon ausgegangen. Habt ihr darüber geredet? Aber du hast die Pille nicht genommen. Aber sag mal, das ist aber leichtsinnig gewesen noch. Halleluja. Tja, also ich war eigentlich so überzeugt von dem, was ich da tue mit ihm, dass ich das eigentlich gar nicht schlimm gefunden habe, da schwanger geworden zu sein. Wie hat denn der reagiert, als er von deiner Schwangerschaft erfahren hat? Ich meine, das ist ja schon auch herbe für so einen Mann, glaube ich, in dem Moment, ne? Ja, der hat mir da gar nicht so viel gezeigt von seinen Gefühlen. Nun ist ja Marika, sagtest du, 4 Monate alt. Hat er die Kleine mal gesehen? Ja, er hat Kontakt mit ihr. Wie oft seht ihr euch? Wie oft sprecht ihr? Ja, alle 2 Wochen ist das Geregelte und sonst, wann er will. Also er kann eigentlich mich immer anrufen, wenn er sagt, ich brauche mal mein Kind und dann bin ich auch da. Okay. Redet ihr manchmal noch über diese Zeit von damals, als du diesen Job gemacht hast? Nee, eigentlich weniger. Ich denk mir manchmal, er muss das jetzt verbinden, so Mutterrolle und damals mein Beruf und dass das in ihm eigentlich Chaos sein muss. Ja, klafft so ein bisschen, ne? Mhm.
Machst du diesen Job noch? Jetzt nicht mehr, also auch in der Schwangerschaft nicht. Warum bist du heute hier? Kommen wir mal zum ganz Wesentlichen jetzt. Genau, weil er kann ja Vater für sein Kind sein, aber soll halt auch Mann für mich sein. Das heißt, du bist noch verliebt in ihn, ne? Ja, natürlich, ja. Naja, natürlich, weil, weiß er das? Will es vielleicht nicht wissen. Hast du es ihm mal gesagt? So direkt nicht. Das heißt, du bist heute wirklich hier, weil du nach der ganzen Zeit, die ihr jetzt auf so wunderliche Art und Weise miteinander verbracht habt, ein sehr ungewöhnliches Kennenlernen, wie ich finde, ihm sagen willst, dass du ihn liebst. Dass er nicht nur der Vater deines Kindes ist, sondern dass du ihn liebst und dass du eine Beziehung mit ihm möchtest. Ja. Und zwar eine ernst gemeinte, eine Herzensbeziehung. Wow, ist spannend. Ich bin total, total neugierig, wie er reagieren wird. Wirklich, ich habe keine Ahnung, sag ich dir auch ganz ehrlich. Wir haben uns überlegt, wir wollen ihn überraschen. Deswegen bitte ich dich, dich jetzt erstmal hinterm Rolltor zu verstecken. Überleg dir gut, was du ihm sagen willst. Es wird dir bestimmt nicht ganz leicht fallen, nehme ich an. Aber ich drücke dir so die Daumen, okay? Ganz doll, wir alle machen das. Viel Glück dabei, Katrin. Okay. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie Stefan reagieren wird, denn er weiß nicht, dass Katrin hinter der ganzen Sache steckt. Und vielleicht ahnt er es, ich kann es nicht genau sagen. Ich werde ihn einfach erstmal fragen. Herzlich willkommen, Stefan! Hier in der Ecke, ganz hinten. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Hast du irgendeine Idee, warum du heute hier bist? Nein. Okay, aber du wirst ja mal drüber nachgedacht haben. Ja. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ein Freund, eine Ex-Freundin, irgendwas. Mhm. Der Freund, wer könnte das sein? Auch keine Ahnung. Mhm. Wenn du sagst, eine Ex-Freundin, wer fällt dir da ein? Der letzte war Katrin. Mhm. Und Katrin? Wie lange warst du mit der zusammen? Gute Frage. Warum? Mich jetzt auch nicht ganz so genau. Weiß ich jetzt nicht so. Wie weißt du jetzt nicht so? So die Zeit. Was heißt die Zeit? Also, ja. Hast du denn zu dieser Katrin noch Kontakt? Verbindet euch was? Ja, ein Kind. Ihr habt ein Kind, ein gemeinsames? Ja. Dafür, das klingt aber toll, aber also die Frage dann ja nochmal. Also ein Jahr, ihr wart zusammen, aber auch nicht irgendwie. Ja, so. Aber das ist die erste, die dir einfällt. Also wie kommst du denn nun gerade auf die? Was könnte die denn wollen? Weiß ich nicht. Also mich vielleicht als richtigen Lebenspartner vielleicht. Aha. Ich weiß es nicht. Toll, kühner Gedanke. Und wie wäre das so? Naja. Hast du denn Kontakt zu der? Ja, durch das Kind, ne? Schon noch. Also, und verstehst dich auch gut mit ihr? Ja. Ja oder ja? Das klingt bei dir natürlich immer ganz skeptisch. Gibt es denn eine andere Frau, die noch in Frage käme? Nee. Wir machen es anders, weil ich habe ja gesagt, es soll eine Überraschung sein. Und es kann natürlich alles dahinter stecken, es kann jeder dahinter stecken, das haben wir dir auch gesagt. Wir werden dich jetzt einfach aufklären, denn es kommt jetzt erstmal jemand, der hat was für dich ganz wichtig ist. Hier ist Marc! Ja. Das ist spannend. Deine Fernbedienung? Komm mal mit mir mit, bitte. Also, ich habe dich gefragt. Du sagtest auch, ein Kumpel, vielleicht eine Ex, aber namentlich gab es nur eine, auf die du gekommen bist. Keine Ahnung, ob du so wenig Fantasie hast oder ob es vielleicht auch einen Grund dafür gibt. Wer auch immer es ist, entscheide selbst, indem du das Knöpfchen drückst, dann wird das Tor hochgehen. Ich bin's. Gib erstmal das Herz ab. Ich bin ja schon draußen. Und zwar bin ich heute hier, weil ich dir sagen möchte, dass ich gerne mit dir eine Beziehung hätte. Wir haben nur das kleine Mädchen. Und ich weiß, unsere Stadt war schwer, aber es lohnt sich für die Kleine, für mich.
ist eben, kann ich sagen, also, es ist schwer. Was? So die Beziehung für uns, weil es gibt ja eben unterschiedliche Gründe, warum ich jetzt keine Beziehung eigentlich mit dir möchte. Also, das ist ein Nein. Auch nicht ganz, weil es sind andere Gründe. Wenn ich mit der Kleinen zusammen... Komm mal zu mir, redet mal, stell dich mal hin. Also in der Tat, du hast gute Gründe, warum du nachhakst, Katrin, finde ich auch. Sag mal, was du sagen wolltest. Du siehst, wenn er mit dir und der Kleinen zusammen ist, wie er sich verhält. Ja, wie er sie liebt und sie ist ja auch ein Teil von mir. Also musst du ja auch irgendwie was für mich empfinden. Und ich meine... Naja, empfinden tue ich schon, auch durch das Kind. Weil es ja eben, wie du sagst, unseres ist. Aber eben, wie wir uns kennengelernt haben, eben das bleibt eben in meinem Kopf. Und das ist eben der Grund, wo ich denke, dass es an der Beziehung scheitern tut. Ich kann das total nachvollziehen, dass dir das vielleicht schwerfällt, weil das ist jetzt nicht gerade der wirklich romantischste Start einer Beziehung. Aber nun hat Katrin ganz klar gesagt, also es war völlig anders zwischen euch als zwischen allen anderen. Und ich glaube, sie hat diesen Beruf ja auch abgeschworen inzwischen. Ich frage mal anders, hättest du Katrin auf normaler freier Wildbahn kennengelernt, ja? In der Disco, ganz normal, normales Mädchen. Und ihr hättet auch einfach mit dem Candlelight-Dinner angefangen, wie es der klassische Weg normal wäre. Hättest du dir dann was vorstellen können? Ja. Echt, ja? Mhm. Das heißt also, ihre Vergangenheit blockiert das Ganze? Ich bin ein normales Mädchen. Ja. Ich hatte damit nur so kein Problem und ich habe eben dadurch mein Leben finanziell hat mein Studium und ich habe dir das ja auch schon versucht zu erklären. Und, ich meine, ich kann daran nichts mehr ändern, wie wir uns kennengelernt haben. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass du für mich nichts empfindest, wenn du immer für mich da bist, wenn ich dich anrufe und wenn irgendwie nur Marikas Name fällt, dann reicht das ja schon, dann bist du sofort da. Du lässt dich ja nicht lange bitten. Du guckst mir zu, wenn ich mit der Kleinen spiele und wie du mich anguckst, dann ich kann mich doch nicht so irren. Naja, es sind auch Gefühle, eben wie ich es vorhin gesagt habe, durch Marika auch auf dich. Na, aber weil nicht nur durch das Kind, du musst doch... Stefan, darf ich da nochmal... Also das, was Katrin hier ganz klar formuliert, ist, dass sie einfach verliebt ist in dich. Und das hat überhaupt nichts mit ihrer Vergangenheit zu tun, sondern das ist ganz persönlich, das ist das, worum es jetzt gerade geht. Ja? Und ich kann das, wie schon gesagt, verstehen, dass dir das Schwierigkeiten bereitet. Ja? Also für die eigene, ich sag mal, Ehefrau in Anführungsstrichen, stellt man sich was anderes vor. Aber Fakt ist, das ist ihre Vergangenheit. Und sie ist ein ganz tolles Mädchen, wie sie da steht. Sie sieht gut aus, sie ist liebenswürdig, sie tut was für ihre Bildung. Sie hat dein Kind auf die Welt gebracht, das ist so, ja, und ich meine, offensichtlich hat es euch wahnsinnig zueinander gezogen. Am Anfang war es vielleicht wirklich sehr platt, das Ganze, aber hat sich ja ganz augenscheinlich sofort auf eine andere Ebene irgendwie auch verlagert. Meinst du nicht, dass du es schaffst, da vielleicht über deinen Schatten zu springen? Weil sie ist ja der Mensch, der sie ist, so wie sie da jetzt steht. Kannst du es dir gar nicht vorstellen? Doch, also da müsste auch viel dran arbeiten, dass ich das vielleicht aus dem Kopf kriege. Sind es, mal ganz ehrlich, sind es die Vorbehalte, die der Freundeskreis und das eigene Elternhaus vielleicht mit einbringen? Liegt es auch daran? Eigentlich, nee. Was ist die größte Angst? Oder andersrum, du sagst ja, theoretisch wäre sie total dein Frauentyp gewesen, aber dieser Job, den sie gemacht hat, der blockiert total alles, kann ich nachvollziehen. Aber was ist die Angst, die da dran hängt? Was ist das, was dich da so stört dran? Vielleicht, dass ich da mal, wenn ich mit ihr über die Straße laufe oder sowas und dann so eine Person ankommt, weil der mich dann anguckt oder so. Du meinst ein Ex-Freier, dass der vorbeirennt? Da gäbe es ja Möglichkeiten, wenn man da so ein Problem mit hat, unter Umständen alles Mögliche in die Wege zu leiten, dass man das ausgrenzt so ein bisschen. Ne? Also man kann ein bisschen nicht die Stadt verlassen, aber vielleicht die Ecke, in der man wohnt, verändern und solche Sachen. Die Frage ist nur, ist der Wille da? Ne? Und du druckst so. Ich mach dich noch nicht von der Angel lassen, weil ich merke irgendwie, du hast ja recht, Katrin. Offensichtlich scheint da was zu sein, aber er ist sehr blockiert durch das, was du gemacht hast. Ne?
Ja, sonst hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Kann ja auch ein Wink des Schicksals gewesen sein. Sie könnte mit der gleichen despektierlichen Haltung auch dir gegenüber auftreten. Denn du bist ihr Freier gewesen, wenn man es mal so hart formuliert. Also du bist ja in dem Moment nicht besser und nicht schlechter, als sie es war. Ihr seid absolut auf einer Ebene, auf Augenhöhe euch begegnet. Die Augenhöhe ist deutlich unter dem scheinbar, wie es jetzt der Fall sein soll. Weil fürs normale Leben wollt ihr auf einer anderen Ebene miteinander zusammen sein. Aber ihr habt euch nun mal auf Augenhöhe woanders kennengelernt. Aber du standst nicht über ihr. Ihr wart genau pari. Ihr hattet das Gleiche vor. Ja? So gesehen gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund, finde ich. Ja. Und sie ist die Mutter deiner bezaubernden kleinen Tochter. Es sind ja Gefühle eben auch da. Kann man sagen. Aber dann trau dich doch einfach mal. Ja. Man kann es probieren. Ah. Ja. Also. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich hab ganz toll Gänsehaut gerade. Ja, wenn das alles so lange dauert. Also ganz ehrlich, ab jetzt kann ich nur noch sagen, ihr habt viel Arbeit dann zu leisten. Es wird bestimmt Probleme geben und bestimmt im Streit Momente, wo der eine dem anderen irgendwas vor die Füße pfeffert oder so. Aber es ist vielleicht ein erster Schritt. Und ab jetzt klinken wir uns hier komplett wieder aus, würde ich sagen. Weil ab jetzt solltet ihr das ja ganz alleine regeln. Habt ihr bis dahin ja auch hinbekommen. Und ich finde das so toll. Das ist der Witz. Hat so unromantisch angefangen und dadurch kriegt es eine besonders große Romantik in dem Moment, finde ich. Ich wünsche euch von Herzen ganz, ganz, ganz viel Glück und hoffe wirklich, dass ihr es schafft und probiert es, traut euch einfach. Und wenn es denn dann nicht klappt, ja Mai, dann habt ihr es wenigstens nicht unversucht gelassen, okay? Viel, viel Glück für euch beiden. Alles Gute. Das ist schön.